Jahr wie Sand am Meer, aber nur wenige schaffen den großen Durchbruch. Das liegt jedoch nicht immer an den Sachen, denn die sind oft richtig hübsch und kreativ. Nein, vielmehr wissen viele junge Designer nicht, wie sie ihre Klamotten am besten an den Mann bringen können. Denn nicht jeder kann sich mal eben einen eigenen Shop leisten und auch noch Geld für Werbung ausgeben. Die Lösung für hessische Nachwuchsdesigner haben Rebecca Riem und Elisabeth Schaffenberg. Außergewöhnlich, auffällig und stylisch. So sehen die Klamotten von Jungdesigner Leonid Zlatkiewicz aus. Er ist einer der wenigen kreativen Köpfe in Frankfurt, der es geschafft hat, sein Label im eigenen Shop zu verkaufen. Bis es aber dazu gekommen ist, musste er einige Hürden nehmen. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Also das finanzielle Problem natürlich. Und man muss sich wirklich um alles kümmern. Das heißt Stoffe kaufen, nähen, Schnitte machen, aber auch Marketing, Kunden suchen. Und es sind enorme Probleme. Mit denen haben die meisten Jungdesigner zu kämpfen. Doch genau dafür hatten vier Frankfurter Studenten die Lösung. Schaulaufen.net, eine Internetseite, auf der sowohl Hobbydesigner als auch Profis kostenlos ihre Klamotten präsentieren können. Mitbegründer des Online-Portals ist BWL-Student Stefan Bachmann. Er sieht im Internet die Zukunft der Designer. Da sind viele, die geben sehr viel Geld für ihre Ausbildung aus und die sind dann nach 3 Jahren Studium, haben die oftmals keine Perspektive, würden am liebsten ihr eigenes Label gründen, aber ihnen fehlt einfach so eine Plattform und Kontakt, auch vielleicht ein bisschen Feedback, auch von Modebloggern, von Endverbrauchern, um zu sagen, okay, das ist tragbar, das möchte ich haben. Und deswegen wollen wir so jungen deutschen Designern eben die Möglichkeit geben, das umzusetzen. Bisher existiert diese Plattform aber nur, um Kontakte zu knüpfen und von potenziellen Käufern die Meinung einzufangen. Das Besondere ist, dass die Kunden selbst die Mode mitgestalten und sich mit dieser dann identifizieren können. Darauf kam es Schaulaufen-Miterfinder Samuel Schlunk vor allem an. Das wird zum Beispiel dadurch erreicht, dass Designer ihre Kleidung, ihre Werke auch schon präsentieren können, bevor sie überhaupt produziert werden, wenn sie das möchten. Und die können sich dann Feedback holen von Usern. Also ich als späterer Kunde kann schon im Vornherein sagen, ich finde das super schön, aber ich hätte das gern vielleicht noch so, was hältst du davon? Also ich kann so ein bisschen mit in den Produktionsprozess meine eigenen Gedanken und mein Feedback mit einbringen. Diese Idee hat auch den Bundeswirtschaftsminister überzeugt. Deshalb hat er im Rahmen eines Gründerwettbewerbs 30.000 Euro springen lassen. Anfang nächsten Jahres können die modeinteressierten User die individuellen und limitierten Kreationen dann auf schaulaufen.net kaufen. Und auch Designer mit etablierten Shops wie der Frankfurter Leonid profitieren davon. Hessische Mode also bald in der großen, weiten Welt? Für Leonid und auch alle anderen jungen Designer ist das der größte Traum, der vielleicht jetzt auch in Erfüllung gehen kann.